Hey Freunde, willkommen zum zweiten Teil. Wir sind gerade von der John C. Stennis gestartet, wie man relativ eindrucksvoll sehen konnte. Und wir nehmen die Hornet jetzt mit auf einen kleinen Trip, und zwar um die Waffensysteme zu testen. Ich habe mittlerweile genug vom einfach nur rumfliegen. Jetzt darf es auch mal ein bisschen explodieren. Ich mache mir nochmal ein kleines bisschen Licht, das finde ich immer angenehmer. Und währenddessen gucken wir uns auch die ganze Avionik mal ein bisschen an. Diverseste Sub-Pages sind schon drin, bei einigen sind noch Platzhaltern. Und ich möchte erstmal zu meinem Wegpunkt finden. Die Steuerung der Sub-Pages ist total intuitiv, wenn man mal ein bisschen in der Harrier oder A10 rumgeflogen ist. Da kennt man irgendwie einiges schon, man kann die ganzen Begriffe lesen und so weiter und so fort, da gibt es echt nicht so viel zu sagen. Der Upfront-Controller ist auch sonderlich intuitiv. Zumindest wenn man schon mal die Harrier geflogen hat. Ich hole mir gerade nur mal kurz den Flugzeugträger ins Tarkan und drehe die Lautstärke vom Tarkan runter. Und wir fliegen zu einer kleinen Insel, die hier irgendwo in dem Persischen Golf steht. Wirklich eine absolute Mini-Insel, da habe ich verschiedene Ziele draufgestellt. Und wir haben auch ein bisschen Bewaffnung mit bei. Ich mache mal den Auto-Throttle ein, erkennbar an dem ATC hier oben. Der hält mich dann auf dieser Geschwindigkeit, so kann ich mich voll auf die Displays konzentrieren. Wir haben dabei an den Flügelspitzen zwei AIM-9s, daneben eine Mark 83 und vier Zunis, also vier Raketen. Kann man ja fast alles hier unten drunter sehen. Den Zuni-Pod sieht man gerade nicht, der ist hier verdeckt. Und die werden wir gleich einfach mal einsetzen. Das ist deutlich einfacher, als ich gedacht habe. Es ist super, super, super intuitiv. Es ist wie in der Harrier. Hier oben eine Station auswählen, Master Mode Air to Ground, Master Arm, Arm und schon kann es losgehen. Also viel mehr muss man dazu echt nicht sagen. Gut, Autothrottle wieder raus. Ich gewinne mal ein bisschen Höhe. Die Insel sollte gleich in Sichtweite kommen. Die ist noch 20 Meilen entfernt. Da können wir ruhig mal ein bisschen schneller hinfliegen. Und auch ruhig mal ein bisschen Sprit verbaseln. Auf dem Rückweg werden wir noch an den Tanker gehen, so rein zur Übung quasi. Und danach landen wir wieder auf dem Carrier. Das ist mein Plan für heute. Während ich zu der Insel fliege, kann ich euch natürlich auch mal kurz die Karte im Missionseditor zeigen und viel wichtiger, die zur Verfügung stehende Bewaffnung. Das habe ich im letzten Teil versprochen und nicht eingehalten. Es tut mir leid. Das ist die Persische Golfkarte in ihrer ganzen kompletten Größe, ein durchaus riesiges Gebiet und wirklich hier bis in den letzten Rest noch irgendwie die Berge, die Höhenkarte mit drin. Und ja, Zentralteil wird natürlich hier die Meerenge sein. Das, was ich aufgemacht habe, ist die Mission, die ich gerade fliege. Hier ist die Carrier-Gruppe, hier fliegt der Tanker und hier ist diese kleine Winz-Insel, die ich rausgesucht habe zur Zieldarstellung. Ihr seht, die ist wirklich nicht groß. Und ja, das ist im Prinzip auch schon die Karte. Ist bis jetzt sehr detailliert. Ich gucke mal, ob ich es noch schaffe, dass wir mal so eine Tour über die Karte machen. Und das weiß ich aber noch nicht, da kann ich nichts versprechen. Und natürlich vor allem hier Dubai, das Zentrum, super detailliert. Die künstlich angelegten Weltinseln, die beiden Palmen, das ist schon nicht schlecht. Und klar, wie gewohnt, wenn man hier reinzoomt, werden auch irgendwann die Gebäude sichtbar, die hier alle so rumstehen. Und das sind echt viele, wie ihr im letzten Video gesehen habt. Flughäfen gibt es auch en masse, inklusive diversesten Air Force Bases. Hier unten ist Al-Dafra, da ist Wax in dem Tarkan-Teil, glaube ich, gelandet, beziehungsweise in dem VFA-Landungsteil. Hier noch eine Air Force Base und so weiter. Und auf der anderen Seite sieht das ähnlich aus, aber hier ist die Dichte nicht mehr ganz so hoch. Aber hier sieht man auch schon so kleine versprengte Bergdörfer. Das ist schon echt ziemlich cool. Okay, so viel zur Karte. Wir gucken uns mal das Bewaffnungsmenü an. Ich nehme mal die Hornet, die hier schon auf dem Carrier draufsteht. Und wir gehen mal einfach in den Bewaffnungstab. Und da sehen wir auch das Loadout, was ich mir für heute schon zusammengeschraubt habe. Und hier natürlich auch die Skins. Den Schweizer Skin habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Das hier sind alle Skins, die jetzt in dem Press Release mit drin sind für die USA, inklusive Blue Angels und diversesten Navy und Marine Squads. Es gibt auch noch Finnland, habe ich glaube ich gesehen, neben der Schweiz, Kuwait, noch ein Land, dessen Namen mir gerade entfallen ist, und noch ein paar Fiktionale. Ich habe gerade leider nicht die Zeit, die mal alle nebeneinander aufzustellen, sonst würde ich das tun, aber so habt ihr zumindest schon mal einen groben Überblick. Okay, was haben wir an Waffen?
Momentan hier drin an den Flügelspitzen zwei Varianten der AIM 9 und die Trainingsvariante, die Cap 9M. Und an den inneren Stationen eine ziemliche Auswahl ungelenkter Bomben, CBU 99, Mark 20, Mark 82, Mark 83, die gewohnten BDU 33 sogar an einem sechsfach Bomb Release Unit und die Mark 82 auch sogar noch als Snake Eye Variante und eine einzelne Mark 84 können wir noch mitnehmen. Der Rest auch an Zweierstationen. Ich sollte diese Station vielleicht erst zu Ende machen. Hier können wir auch zwei AIM-9 pro Station mitnehmen oder auch schon eine AIM-7, die M oder F. An der inneren Station das gleiche an Bomben, da hat sich nichts geändert. Das gleiche an Raketen, da hat sich auch nichts geändert. Habe ich die hier gerade schon gezeigt? Die habe ich hier gerade noch gar nicht gezeigt, ne? Vier Zunis, 19 2,75 Zoll Raketen oder das jeweils als 7er, also da können wir uns aussuchen und auch jeweils zwei Launcher pro Station. Die Zunis mit dem größeren Gefechtskopf davon natürlich nur vier, die machen ordentlich Bumm, die habe ich auch gerade drunter, die werden wir gleich noch live sehen. Treibstoffbehälter wie gewohnt, an den inneren Stationen gehen nur Luft-Luft-Raketen, hier die beiden M7, hier geht nur ein Treibstoffbehälter und diverseste Bomben und ja, auf der anderen Seite das Ganze symmetrisch, also das sind die zur Verfügung stehenden Waffen, die hier gerade so drin sind. Da vorne ist doch das kleine Eiland, was ich mir ausgeguckt habe zur Zielübung. Ah, noch ein bisschen weit weg, um die Ziele zu sehen, aber das gibt sich gleich noch. Wir machen uns schon mal scharf. Air-to-Ground-Master-Mode, Master-Arm auf Arm und wir fangen mit den Bomben an. Und hier möchte ich nicht zwei Anflüge machen, sondern ich möchte beide Bomben in einem Anflug loswerden. Das kann ich, die ganzen Parameter, die hier unten im Display zu sehen sind, kann ich alle über das UFC ändern. Also zumindest die Waffenparameter wie Quantity, Multiplier, Interval und so weiter. Quantity möchte ich 2 abwerfen und das in einem Intervall von 75 Fuß und das hat sich auch direkt in dem Display da unten mitgeändert. Wunderherrlich. Das ist ganz normaler CCIP-Mode. CCRP gibt es auch noch. Wir haben noch kein Targeting-Pod und nix. Es gibt wohl noch so ein, ich glaube dieser Auto-Mode ist auch CCRP, den es hier noch gibt. Damit designiert man wohl auch mit dem HUD irgendwie Ziele. Das habe ich mir aber alles noch nicht angeguckt. Von daher werde ich das hier auch noch nicht zeigen. Hoppala, Entschuldigung für den Ruckler, da hat gerade irgendwas geladen. Schauen wir doch mal. Da unten sind unsere Ziele, verstecken sich so ein bisschen im Sand. Einfach nur ein paar LKW-Kolonnen. Und da gehen wir jetzt gleich einfach mal drauf. An das Rollen in dem Vogel muss ich mich echt noch gewöhnen. Altitude. Bombs away and off. Das sieht nach einem Mittenreintreffer aus. Wunderbar. Dann gewinnen wir wieder ein bisschen an Höhe, wählen schon mal die Raketen aus. HUD ändert sich direkt. Pippa im HUD, dazu muss ich jetzt glaube ich nicht viel sagen. Ne? Pippa aufs Ziel und gib ihm. Aber erstmal müssen wir wieder ein bisschen aus dem Quark kommen und wieder ein bisschen Höhe gewinnen.
Gott, vor allem an das Ausrollen muss ich mich ja echt noch brutal gewöhnen. Es sah so aus, als wären die zu kurz gewesen. Ja, die waren allesamt zu kurz. Nicht schlimm, wir haben noch unsere Bordkanone. Und die kann auch einiges ausrichten, allerdings wirklich nur gegen ungepanzerte Ziele. Gegen gepanzerte Ziele ist die dann doch nicht mehr zu gebrauchen. Einen Anflug machen wir noch, Nachbrenner wieder rein, Höhe gewinnen. Oh, da steht ja ein Containerschiff davor. Das habe ich auch gar nicht gesehen. Das wollte ich jetzt nicht verschrecken. Was fährt das da auch einfach so rum, während ich jetzt die Übung mache? Das muss aber zur Map gehören, denn ich habe es da ehrlich gesagt nicht hingesetzt. Dass das HUD abdunkelt, macht es echt nicht besser irgendwie. Das ist schon echt schwer, da die Ziele durchzusehen. Ich glaube aber, da hat durchaus noch was getroffen. So viel zu den Luftbodenwaffen. Das war deutlich einfacher, als ich dachte. Und ja, ich denke, die Schwierigkeit kommt erst mit den intelligenten Waffen. Dann würde ich sagen, machen wir uns doch mal auf den Weg zum Tanker. Erstmal alles wieder safe machen. Waffen abwählen. Und Tankern einmal reinhauen. Worauf habe ich den? Auf 15Y. R2R. Die ganze Symbolik sollte aus der Harrier bekannt sein. Das sind im Prinzip quasi dieselben Displays, dasselbe HSI. Hier ist unsere Tarkan-Station, die wir angewählt haben, also unser Tanker. Der kleine Kreis hier ist unser Wegpunkt. Wir können hier auf Tanker umschalten, auf Tarkan umschalten, dann kriegen wir die Steering Cues im HUD. Alles wie gewohnt. Und ich funk den schon mal an. Ich habe gerade noch Easy Comms aktiviert. Und da ich mich noch nicht mit den Funkgeräten hier auseinandergesetzt habe, na super, den habe ich ja auf eine klasse Höhe gelegt, wenn der jetzt hier irgendwie in den Wolken rumturnt. Ich hätte die Mission vorher mal testfliegen sollen. Davon ab gibt es aber auch noch eine ganze andere Latte Autopiloten, neben dem Autothrottle, den ich gerade da reingehauen habe. Wir können hier unten auf AP gehen. Wir haben ein Attitude Hold, Heading Select, Barometric Altitude und Radar Altitude. Die funktionieren auch alle schon. Wenn ich jetzt mal Barometric Altitude Hold reinbringe, seht ihr, die Maschine hat direkt gesteuert, das war nicht ich.
Und selbes für Attitude, Heading Select und so weiter. Bei Heading Select und Course, hier unten diese beiden Knöpfe sind ein bisschen besonders, die schauen wir uns gleich auf dem Rückflug an. Die kann man nämlich sehr cool steuern. Mit Heading, das kann ich schon mal zeigen, wenn ich hier gedrückt halte, guckt mal links aufs HSI, da seht ihr, wie dieser Nupsi um den Kreis rum wandert. Das ist unser Heading Cue, den kann ich damit einfach bewegen. Und nichts anderes stelle ich mit dem Heading Select im Autopiloten ein. So, jetzt muss ich den nur wieder ausmachen. Autothrottle am besten auch schon mal wieder aus. Und 10 Meilen noch entfernt. Ja super, hier in der Suppe soll ich jetzt meinen Tanker finden, den ich hier hingesetzt habe. Klasse. Achte gerade nur ein bisschen verstärkt aufs HSI, weil ich glaube, der kommt mir gerade fast frontal entgegen. Da ist er doch. Perfekt. So, wenn ich seinen Kurs allerdings gerade richtig einschätze, wird er gleich eine Linkskurve beginnen. Und ich werde wahrscheinlich nicht versuchen, in der Kurve zu connecten. Das ist jetzt mein dritter Tankversuch, den ich hier mache. Das traue ich mir noch nicht zu, das in der Kurve zu machen. Sag ich doch. Ich bleib mal in gebührendem Abstand dahinter und wir sehen uns nach der Linkskurve wieder. Während ich so gemütlich dem Tanker hinterherfliege, kann ich euch natürlich noch eine Sache zeigen. Die möchte ich euch auch unbedingt zeigen, weil die einfach genial ist. Nämlich schlicht und einfach das hier. Einfach diese Regentropfen. Ich könnte hier einen ganzen Abend lang in dem Cockpit sitzen und einfach nur diesen Regentropfen zugucken. Das ist super genial simuliert. Ich bin wirklich absolut geflasht davon. Ich bin hin und weg. Nicht nur wegen den Tropfen an sich, sondern auch, weil die Tropfen die Physik beachten, mehr oder weniger. Also nicht nur die Richtung des Flugzeugs, sondern auch die Richtung, aus der der Regen kommt. Ihr seht im Hintergrund, ich hoffe, man sieht das auf YouTube, wenn nicht, visualisiere ich das mal, dass die Regentropfen gerade in diese Richtung fallen. Und man sieht auf dem Cockpit astrein, wie die hier gegenknallen und dann durch den Wind hier rübergetrieben werden. Hier auf der anderen Seite läuft es einfach nur noch runter. Hier kommen keine Tropfen gegen. Das ist so ultra genial simuliert und wenn ich mal ein bisschen Gas gebe und mich einfach mal drehe, oder wir können natürlich auch einfach mal abheben, dann seht ihr, wie auch die Tropfen sich mitbewegen. Ich bin hin und weg, ich hoffe inständig, dass das nicht F18 exklusiv ist, sondern für alle Module kommt. Zumindest die Option für die Regentropfen im Optionsmenü, falls das so öffentlich gemacht wird, wie ich das gerade hier habe, müsst ihr das extra im Optionsmenü anmachen. Das ist eine Grafikeinstellung und ich hoffe inständig, da sie unter den normalen Grafikeinstellungen ist und nicht irgendwie modulspezifisch, hoffe ich, dass es für alle Module kommt. Das wäre genial.
Wir rollen mal auf die Startbahn und während ich mich drehe, nach links drehe ich mich, achtet mal einfach drauf, wie die Tropfen sich bewegen. Achtet gar nicht auf mich, guckt nur auf den Regen. Ihr seht, jetzt kommen sie auch direkt von vorne und wir sehen nach vorne raus auch irgendwie... Naja, gar nicht mehr so viel. Ich habe schon mal eine Landung nachts im Gewitter versucht und typischerweise, weil ich es mir so angelernt habe, hatte ich mein Landelicht an und habe mich gefragt, warum ich echt absolut gar nichts mehr sehe. Das ist auch sehr genial, dass der Regen da wirklich durchfällt und einem die Sicht nimmt, so wie man es kennt. Für jetzt lassen wir den aber mal aus. Und ihr seht jetzt, wo die Tropfen vorher hier drauf geschlagen sind, kommen sie jetzt hier drauf. Und genauso natürlich, wenn ich mich jetzt weiter rumdrehe. Und irgendwann verschwinden sie dann noch wieder, weil sie einfach so krass gegen die Scheibe gedrückt werden, dass es eine glatte Fläche ergibt. Das ist echt sehr, sehr, sehr schön dargestellt. Absoluter Gamechanger meiner Meinung nach. Und da hat er ausgedreht, perfekt. Dann müssen wir jetzt nur noch ran. Ich glaube, Tarkan kann ich langsam schon mal ausmachen. Und ich möchte noch eine Sache machen. Ich glaube, das stoppt auch den Einfluss von Sprit in den Centerline-Tank. Den möchte ich nämlich jetzt nicht wieder füllen. Ich möchte eigentlich wirklich nur zur Übung dran. Wir werden danach sowieso noch Treibstoff ablassen müssen, um wieder auf dem Carrier da unten zu landen. Da möchte ich nämlich nicht allzu schwer drauf landen. Bin ich schon nah genug dran? Vermutlich nicht, oder? Oh, doch, sehr gut. Tanken hier ist relativ einfach, denn man sieht die Refueling Probe vorne schön und man braucht eigentlich so ziemlich keinerlei Referenzlinien. Man braucht den Basket und die Probe und das war's. Und naja, grob die Geschwindigkeit des Tankers, ich schätze, das sind hier so um die 230, aber wenn wir gleich näher dran sind, sehen wir das ja sowieso besser. Das FCS ist hier auch eine echt relativ große Hilfe. Man muss sich nur einmal dran gewöhnt haben. Das war wirklich ziemlich genau so einfach, wie es aussah. Wirklich einfach nur dran, mit ganz, ganz kleinen Steuerbewegungen. Ich glaube, die Hornet ist bisher, glaube ich, das einfachste Luftbetankungsfahrzeug hier. Das ist echt schön. Und dranbleiben ist dann dementsprechend genauso einfach. Gut, zur Übung reicht das aber auch. Schub wieder raus. Abort Recon Tactics.
rejoin. Und wir machen uns auf den Rückweg zur Landung. Da unten ist der Carrier schon. Da können wir schon mal sagen, dass wir im Anflug sind. Und während wir das machen, lassen wir Sprit ab mit dem Fuel Dump. Sieht man auch sehr schön. Geht allerdings nach einer gewissen Zeit automatisch wieder aus. Ich habe noch nicht so ganz raus, wann oder warum. Also vielleicht aus Sicherheitsgründen, damit der Pilot nicht einfach vergisst, den irgendwie auszumachen. Aber wann das genau passiert, ich habe noch kein System dahinter entdeckt. Und ich hatte noch keine Zeit, im Manual nachzuschlagen. Das muss ich dazu sagen. Was ich wenigstens geschafft habe, ist mir grob das Recovery-Pattern anzugucken. Sehr grob allerdings nur. Das habe ich bisher einmal versucht, geht deutlich besser als ein Straight-In. Von daher werden wir das gleich auch einfach so fliegen. Irgendwo gab es doch hier auch eine Fuel Page, oder? Engine? Nee, nicht unter Engine. FCS glaube ich auch nicht. Fuel, da ist er doch. Lässt sich besser verfolgen als da unten auf dem E-Fi. Mal wieder den Carrier ins Tarkan geholt.
Komisch. In meinen Tests hat er immer nach einer gewissen Zeit irgendwann abgebrochen. Jetzt hat er schon irgendwie 3000 Pfund rausgepulvert, ohne dass irgendwas passiert ist. Strange. Aber das werde ich mir später alles irgendwann im Handbuch anlesen. Das ist für mich jetzt gerade echt nur so eine Ausprobierenphase. Was kann das Ding hier eigentlich alles? Und bis jetzt kann es echt ziemlich viel. Ich freue mich auf das, was aus dem Modul noch wird, wenn die intelligenten Waffen dazukommen. Altitude ist gut, ich hab da nur 5000 Fuß. Willst du denn? Aha, jetzt hat er automatisch aufgehört. Warum auch immer, aber er darf noch ein bisschen weitermachen. Jetzt will er anscheinend gar nicht mehr so wirklich. Ich halte den Knopf jetzt mal gedrückt. Oder ist das vielleicht, weil ich zu stark reinrolle? Kann das sein? Ich muss das echt mal im Manual nachlesen. So, so langsam kommen wir doch in einen Bereich, der mir deutlich besser gefällt. 4000 Pfund. Knapp 2000 Fuß Höhe, das sieht doch ganz gut aus. Ich meine, 2000 oder waren es 2500 Fuß wäre ein normales Holding-Pattern beim Carrier. So, Fuel Dump wieder aus. Das können wir doch so lassen. Gut, die eine Runde drehen wir jetzt noch zu Ende. Ich beschleunige währenddessen auf 350 Knoten waren es. Und gehe schon mal auf 800 Fuß runter, dann fliegen wir am Carrier vorbei und fliegen im Prinzip sowas wie ein Overhead Break.
So, und jetzt nochmal kurz zu dem angesprochenen Kurs, Nupsi. Den stelle ich mir nämlich jetzt ein, und zwar auf Kurs, was möchte ich denn? 180 möchte ich. Dazu drehe ich hier ein bisschen dran, bis diese Kursselektor-Anzeige einstellt, 180, Enter. Dann habe ich eigentlich meinen Kurs eingestellt und kriege hier im Tarkan eine wunderschöne Linie durch, und auch im HUD wird sie mir wunderherrlich angezeigt. So lassen sich Kurse deutlich besser abschätzen. Und jetzt habe ich während der Zeit natürlich nicht auf meine Geschwindigkeit und Höhe geachtet, aber das lässt sich ja korrigieren. Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, warum das Beleuchtungssystem nicht ging, nämlich weil ich mich nicht beim Tower angemeldet habe. So sieht man den Meatball deutlich besser und das ganze Gedöns, aber man muss immer noch ordentlich reinzoomen. Da würde ich mir echt irgendeine Visualisierungshilfe wünschen. Alles klar, das sieht doch ganz gut aus. Na dann, auf geht's. Viel zu niedrig, Menü. Ich muss mir angewöhnen, meine ersten Versuche aufzunehmen. Die sahen nämlich deutlich besser aus. Aber trotzdem ein Kabel mitgenommen, vermutlich wieder das erste. Nicht schlimm, erfolgreich gelandet. Entschuldigung, wenn ich gerade die letzten Minuten ein bisschen weniger geredet habe, aber in einem unbekannten Muster, in dem ich nicht so viel Übung habe, ist hier für mich doch noch sehr viel Konzentration erforderlich. Aber ich denke, das ist vielleicht für euch auch mal ganz angenehm, wenn ich gar nicht so viel rede. Chevy 3-1, request landing. Chevy 3-1, clear to land, runway 18, wind 179, at 4 meters per second.
Ich würde sagen, Mission abgeschlossen. So viel zu, naja, in Anführungsstrichen Carrier Ops, also vom Träger starten, irgendwo hinfliegen, ein bisschen was kaputt machen und wieder landen. Das macht schon echt Spaß. Vor allen Dingen, wenn der Träger dann wirklich mal noch ein bisschen belebter ist. Ich habe eigentlich noch versucht, mir hier noch ein paar KI-Einheiten draufzustellen. Die sind leider durch den Fahrtwind vom Träger, und ich wollte den Träger jetzt nicht mit Mühlknoten hier fahren lassen, sind die leider ein bisschen vom Deck hin und her gerutscht. Das war doof. Deshalb ein leeres Deck. Hier, wenn ich gerade mal den Kopf stillhalte, sieht man aber auch schön, wie das Deck auf- und abschwankt. Das ist wunderschön. Ich glaube, es ist eine Funktion der Windstärke, wie stark das Deck schwankt. Das hier ist nur leichter, moderater Wind. In so einem Sturm mit 40 Knoten Wind oder so sieht das wahrscheinlich nochmal anders und vermutlich auch deutlich interessanter aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die beiden Previews gefallen haben, gebt den Videos gerne mal einen Daumen nach oben. Das hilft mir immens und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!